So, wir kommen zum letzten Vortrag des Tages. Nachdem es gerade eben noch bierernst war mit politischem Aktivismus und all dem, wird es jetzt etwas vergnüglicher hoffentlich. Das die freie Software- und Open-Content-Jahresschau, also 2016 ist ja noch nicht vorbei, aber mal sehen. Bitteschön. Ja, guten Tag. Willkommen zur freien Software Open Content Jahresschau. Also wir versuchen ja hier das letzte Jahr, und das letzte Jahr fängt ja nicht am 1. Januar an, sondern das ist ja hier der Nabel der Welt. Mit Ende der Frostcon kommt dann sozusagen hier ein neues Jahr. Also seit der letzten Frostcon versuchen wir dann, oder bringen wir euch hier die lustigen, witzigen und nachdenklichen Geschichten, die wir hier zusammengetragen haben. Wir, das ist der Michael. Hi. Sorry. So, und Michael, dann fängst du nochmal an mit der ersten. Ja, auch von mir nochmal ein ganz kurzes Willkommen. Wir haben wieder ein paar Sachen zusammengestellt dieses Jahr, um mal ein bisschen Rückblick zu zeigen auf das letzte Jahr, beziehungsweise auf das letzte, auf die letzten zwei Halbjahre sozusagen. Ja, und wir machen wie immer den State of the Union sozusagen in der Open Source und freien Softwarewelt, haben ein bisschen was von Technologie was reingemixt, ein bisschen was so Panorama, also wir versuchen da immer ein bisschen was abzudecken und wollen natürlich auch mit euch diskutieren, das heißt, wir werden auch mal gelegentlich Fragen stellen, wir haben auch was ganz Spezielles noch vorbereitet, wo wir noch drauf kommen und wollen auch gerne zu ganz, ganz vielen Sachen eure Meinung wissen und werden dann mit euch direkt reden. Genau, und außerdem ist es eine Premiere dieses Jahr. Ja. Weil es ist keine Couch. Leider keine Couch verfügbar, deswegen müssen wir einen Couch-Talk ohne Couch machen. Okay, wird ja irgendwie gehen. Betrifft nur uns. Ja, Dell verkauft. Das ist eine interessante Sache. Also wer erinnert sich noch an den Running Gag, den wir immer gebracht haben? Was ist der meistgesagteste Satz hier in diesem Format? Das ist, nächstes Jahr ist der Durchbruch für Linux auf dem Desktop. Und das war beim Linux-Tag sogar schon immer so. Das ist irgendwann immer so. 98. Egal in welchem Jahr wir sind, nächstes Jahr ist der Durchbruch. Ich glaube, das können wir dieses Jahr nicht mehr bringen, weil wir haben folgende Nachricht gefunden. Ja, in China verkauft Dell 42% Linux auf dem Desktop. Also es geht nicht um Backend-Sachen oder irgendwelche Dinge, wo man nur im Hintergrund einen Linux-Kernel hat, sondern tatsächlich auf dem Desktop. Wobei wir uns beim Angucken auch ein bisschen gefragt haben, wie viel, oder das ist jetzt die Verkaufsstatistik, wie viele Leute installieren dann hinterher ein geklautes Windows? wissen wir nicht. Gibt's auch keine Statistik zu. Auf jeden Fall, das ist eine sehr schöne Statistik, vor allem 42%, das ist eine schöne Zahl. Passt natürlich auch perfekt. Passt perfekt und damit machen wir auch weiter. Ne? Dann kommt ja, wir haben noch eine Sache dazu und zwar, was installieren die da eigentlich? Also was benutzen die da eigentlich? Benutzen die ein Red Hat oder ein Ubuntu oder was? Tatsächlich benutzen die sowas, das nennt sich Neo-Kylin. Hier sieht man mal einen Screenshot. Ich glaube, da ist ein Stückchen abgeschnitten, aber ist egal. Das ist eine Distribution. Da können wir jetzt mal hier die Interaktivität hier starten. Wer kennt Neo-Kylin? Also, nein, wer hat es schon mal benutzt? Oh. Okay, keiner. Nee, das war der einzige Screenshot, den wir gefunden haben. Ja, das ist in der Tat die russische Version. Russland und China arbeiten anscheinend zusammen. Also das scheint da in beiden Ländern gut verbreitet zu sein. Basiert auf, ich glaube, Ubuntu oder so? Es ist auf jeden Fall, wir haben ein BSD vorher gehabt und Neo, also es war Kylin und Neo Kylin ist die Version, die erste Version, die auf Linux. Genau, mit einem Office Suite, die auf einer alten Version von OpenOffice beruht. Und der Zweck von dem Ganzen, obwohl man das hier nicht sieht, aber das ist so das Ziel ist, das Ganze soll aussehen und funktionieren wie Windows XP. Genau, und das war das Stichwort. Da haben wir gedacht, Moment, wir hatten auch letztes Jahr ganz viele Geschichten über Windows XP und Berlin. Wie ist denn da der Stand mit Windows XP und Berlin? Vielleicht ist ja die Alternative hier für Berlin nicht den XP-Service-Vertrag zu verlängern, sondern auf Berlin, Kylin. Lustigerweise, wir hatten letztes Jahr die Story, dass Berlin immer noch Windows XP-Support als einziger auf der ganzen Welt braucht, weil die das nicht irgendwie abschaffen können. Und wir haben mal gesucht, ob man irgendwas findet dazu, wie das dann jetzt weitergegangen ist. Und findet einfach nichts dazu. Weder offizielle Nachrichten dazu, noch inoffizielle. Ist einfach nichts zu finden, was älter, was jünger ist als April letzten Jahres. Also vielleicht arbeitet ja immer irgendjemand hier in der Berliner Verwaltung. Ja,
Also ja, ich schäme mich, ich bin Teil der Bewilligungsverwaltung, aber ich bin Teil der BVV, also einem Organ, der die Verwaltung eigentlich kontrolliert, also Bezirksverordnetenversammlung von einer GIG-nahen Partei, werde ich hier keine Werbung machen. Ja, also wir haben mehrere Anträge gestellt und mehrmals abgemahnt und immer abgefragt, immer genervt, wie viele Rechner sind da noch nicht umgestellt und wie viele. Und das hat lange gedauert, da haben sie gesagt, ja, ja, es ist noch so wie noch 40%. Dann, ja, es sind noch zwei Abteilungen, die haben solche Fachverfahren, die nur auf Windows XP laufen. Dann haben sie die zumindest vom Netz genommen und so weiter und so fort. Aber leider, die Berliner haben noch viele XP. Also wenn ihr Bürger, ihre Daten sind nicht sicher, also geht zu Bürgeramt und beschwert euch. Danke. Wir werden sehen. Wir werden nachher aber noch sehen, dass es noch Behörden gibt, die mit noch viel, viel älteren Sachen arbeiten. Aber das kommt dann später. Gut. Wir haben eine Nachricht gefunden, die EU hat ein Verfahren eröffnet gegen Google wegen seiner Marktmacht. Ja, das hat auch was mit Erfolg zu tun. Also wäre Android nicht so erfolgreich, würde man jetzt natürlich nicht dieses Verfahren hier starten. Also wer kann sich noch erinnern? Also das einzige Verfahren, an dem ich mich jetzt noch erinnern kann, ist das gegen Microsoft. Und wer hätte gedacht, vor 10 Jahren ist das ja, gar nicht das, genau, also wenn man uns, sagen wir 98, Linux Tag 98 erzählt hätte, dass es 2016 ein EU-Verfahren wegen zu großer Marktdominanz von Linux-Systemen geben würde, hätte ich gesagt, okay, damit kann ich leben. Gut. Also auch ein Zeichen dafür, dass wir dieses Jahr den Spruch, nächstes Jahr ist der... Wobei ich die Zahlen sagen natürlich, dass Google da eine große Marktmacht hat, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch Android an sich ein Open-Source-System, zumindest in den relevanten Teilen. Und also meine persönliche Meinung ist, dass Apple mit iOS da eine viel, viel größere Druck auf den Markt ausübt. Da kann ich aber morgen noch ein bisschen was in meinem Vortrag zu Mobile-Entwicklung erzählen. Ja, wenn man das mal sich auf der Statistik anguckt, das ist schon ganz schön cool, sag ich jetzt mal. Mehr als 70% Marktanteil für ein Linux-basierendes System. Android, bei iOS sieht man auf dem absteigenden Ast. Müssen wir mal gucken, wie die Statistik aussieht, wenn sie den Kopfhöreranschluss wegrationalisiert haben. Ja, das habe ich leider nicht gefunden so. Das müsste man vielleicht nochmal ausrechnen. Also vielleicht kriegt man das irgendwie raus. Ja, stimmt. Also richtig. Also. Okay. Aber ich denke, dass... Da sind eine Menge. Oder 69. Ja gut, das ist natürlich ein Problem. Das hat jetzt mit Android als solches nichts zu tun, sondern eher mit der Unterstützung von den Herstellern. Also wenn man einen Hersteller hat, der vorbildlich das unterstützt, dann hat man dann natürlich eine bessere Chance, als wenn irgendjemand ein Gerät auf den Markt bringt und dann sagt, okay, mache ich nie wieder was. Ja, das ist noch als kleine Ergänzung. Man sieht jetzt auf einer etwas größeren Skala, sieht man alles, was da unten, dieser Fruchtsalat da unten, das ist alles andere. Also BlackBerry, Windows und so. Ich habe am Wochenende, in dieser Woche habe ich tatsächlich meinen zweiten Anwender mit einem Windows-Phone gesehen. Gut. Ja, das ist natürlich ein Problem. Da kann man aber stundenlang diskutieren drüber, woran das liegt. Ich habe da auch eine relativ dedizierte Meinung, aber das müssen wir vielleicht an anderer Stelle mal diskutieren. Also, das kann man unterstützen. Das ist aus meiner Sicht viel zu wenig. Jetzt kann man natürlich sagen, die kennen ihre Hardware. Vielleicht hält die nicht länger als 1,5 Jahre. Aber da hast du schon recht. Also das ist irgendwie keine gute Performance. Da kann man deutlich länger hier. Gut, gehen wir mal weiter. Wir haben eine ganze Menge noch vor. Wir haben noch was Tolles gefunden, ein Projekt, das alternative Firmware für Stickmaschinen liefert. Und das fanden wir richtig cool. Da gibt es für handelsübliche Stickmaschinen eine Open-Source-Firmware, die in der Lage ist, halt ganz tolle Sachen zu machen, wie zum Beispiel PGP-Schlüssel zu sticken. Ich habe das jemandem gezeigt und die erste Frage war, geht das in beide Richtungen? Also kann man... Nein, geht's glaube ich nicht. Ja, aber kann man schon toll machen. Also ich weiß nicht, ob das wirklich was wäre, was man jeden Tag anziehen sollte, aber okay.
Aber eine tolle Idee. Ja, na klar. Aber man kann da auch den Quellcode sozusagen ausdrucken oder den ja, natürlich. Man gemacht hat. Wenn man sich erinnert an die 2000er mit dem ausgedruckten PGP-Quellcode, weil man durfte keine Software exportieren aus den USA in den Rest der Welt. Ausgedruckter Quellcode ging aber, deswegen hat das PGP-Unternehmen den Quellcode als Buch verlegt. Es gab genau eine Auflage von 1. Hat den nach China geschickt und sich da wieder abtippen lassen. Also, kann man auch googeln, das ist glaube ich wirklich lustig. So Karlauer Alarm, da bekommt eigentlich die Redewendung schnell zusammengestrickter Quellcode eine ganz neue Bedeutung, oder? Zusammengestickter Quellcode, ja. Ja, andere Sache von was mit alternativen Firmware ist, es gibt tatsächlich, und zeigt euch fest, ein Katzenklo, ja, das automatisiert ist. Also ich kenne Katzen, die würden nach so einer Aktion nie wieder auf das Katzenklo draufgehen, aber und dieses Katzenklo hat ein eingebautes DRM, und zwar für die Reinigungsflüssigkeit. Das heißt, man kann nur Kartuschen mit Reinigungsflüssigkeit vom Hersteller nehmen, die natürlich unfassbar teuer sind. Und die dann dazukommen, weil das Katzenklo selbst ist natürlich auch unfassbar teuer. Und auch dafür gibt es eine Open-Source-Firmware. Ob man damit jetzt irgendwie noch was anderes machen kann, außer die alternative Reinigungsflüssigkeit zu machen, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht so genau. Ich glaube, ich weiß nicht genau, wie es heißt. Ja, aber das erinnert auch so ein bisschen an diese Geschichte mit dem DRM-Kaffee von Keurig in den USA, wo es auch DRM auf den Kaffeekartuschen gab. Und auch dafür gab es eine Abhilfe. Ich glaube, es war aber keine Open-Source-Firmware, sondern irgendwie so eine kleine Schaltung. Na gut, aber da ist ja gespannt, was für kreative Ideen da umgesetzt werden. Ja, also wer da Ideen hat, wir sind da gerne offen. Vorschläge, was man so alles mit einem Open-Source-Katzenklo-Firmware machen könnte. Ich denke, eine Massagefunktion. Für die Katze? Ja klar, während. Okay. Ja, weiterhin alternative Firmwares. Das habe ich selbst tatsächlich ausprobiert. Und zwar gibt es relativ günstige Quadcopter, so Mini-Quadcopter aus China, die mittlerweile auch mit Open-Source-Firmwares ausgestattet werden können. Damit kann man tolle Dinge tun. Also jetzt nicht gerade autonom fliegen lassen, dafür ist das Ding einfach zu klein. Aber das zeigt einfach, wie viel Kreativität darin steckt. Alternative Steuerungsmechanismen für Quadcopter-Racing und sowas. Also da kann man tolle Sachen machen und das ist auch wirklich sehr, sehr einfach. Also auf dem Niveau von so Arduino-Programmierung, würde ich sagen. Ja. Und das zeigt, dass Restriktion eigentlich immer der Antrieb ist, um so etwas hier da reinzubekommen. Also ich glaube, die ganzen Leute, die sich damit beschäftigen würden, hier eine Open-Source-Firmware in so einen Quadcopter reinzubekommen, die machen das ja nicht, weil sie, oder na, vielleicht doch, aber die meisten machen das nicht, weil sie es machen können, sondern weil sie eben Ideen haben, die man mit der normalen proprietären Firmware eben nicht umsetzen kann. Und wenn das von Anfang an schon offen und frei wäre, könnte man einfach die Kreativität besser kanalisieren. Ja, wobei da natürlich auch die Diskussion dann sich relativ schnell anschließt, das hatten wir auch gerade eben in dem Vortrag vor uns. Es gibt in Quadcoptern beispielsweise feste Restriktionen, wie zum Beispiel No-Fly-Zones in Flughäfen oder sowas, die da eingebaut sind und die man natürlich über eine offenen Zugang zur Firmware relativ einfach aushebeln kann. Ja, genauso wie bei Routern dann die Beschränkung der Sendeleistung und solche Geschichten, also wo es dann unter Umständen auch um Sachen geht, die man vielleicht nicht aushebeln sollte. Und da schließt sich natürlich ganz klar sofort eine Diskussion an, ist da nicht zu viel Offenheit oder ist da Offenheit an der falschen Stelle? Ich weiß es nicht. Na, lege ich mich mal fest, das kann gar nicht zu viel Offenheit da sein. Aber okay. Also ich meine, wenn so eine kleine Drohne so ein großes Flugzeug zum Absturz bringen sollte oder sowas, dann möchte ich vielleicht auch nicht in so einem Flugzeug drin sitzen. Gut, ein Trend, den wir auch gefunden haben, das war im Ende, an Mitte letzten Jahr, ungefähr zur letzten Zeit. Ja, also die chinesische Firmen tendieren so langsam dazu, Cheerleader einzustellen für Programmierer. Wer arbeitet denn hier professionell als Entwickler und hatte einen Cheerleader in der Firma? Ja, das haben wir uns auch gefragt. Also Olli meinte irgendwie, da würden Leute dann welche mit Pompoms stehen und so. Aber also ich finde es, ich weiß auch nicht, ob das funktionieren würde. Ich finde es auch ein bisschen blöd, ganz klar. Na gut, aber die Frage ist, warum macht man das? Also ich meine, was ist denn der Grund dahinter? Also ich meine, ist das die Trommel, die dann schneller trommeln soll? Oder warum warum möchte man Cheerleader zum Motivieren von Programmierern einstellen? Ich, ja, keine Ahnung. Also
Ich würde sagen, die Idee wäre, dass es produktiver wird, die ganze Sache, aber ob das wirklich funktioniert, zweifle ich halt dran. Ja. Ich finde, ein besserer Ansatz wäre einfach mehr Frauen in diese Berufswelt reinzubekommen. Ja? Und das ist ja auch nichts Neues. Wenn man hier Margaret Hamilton zum Beispiel aus den 60ern. Ja? Leitende Entwicklerin des Apollo 11 Flight Computer Quellcodes, also der Softwareentwicklung dazu. Von der gibt es übrigens auch ein Lego-Männchen als eine der wesentlichen Figuren, also der wesentlichen Personen der NASA. Gibt es so ein Lego-Set. Und die hat schon in den 60ern gezeigt, dass Frauen da durchaus einfach eine tragende Rolle auch einnehmen können. Warum auch nicht? Ja, macht ja überhaupt keinen Sinn. Und hat den Quellcode ausgedruckt? Ja, das ist übrigens der Quellcode, der ausgedruckte. Also nicht PGP, sondern der Flight Computer Quellcode. Und genau dieser Quellcode, damit bringen wir jetzt eine super Brücke, ist open sourced worden dieses Jahr. Empfehle ich sehr, da mal reinzugucken. Also der steht, glaube ich, unter MIT-Lizenz, gibt es auf GitHub. Ist nicht nur, um zu sehen, wie man mit so wenig Rechenpower und so wenig Speicher doch schon relativ aufwendige Sachen machen kann. Insbesondere fand ich total lustig die ganzen Quellcode-Kommentare. Also das ist wirklich, da sind wirklich Knüller drin. Wir haben jetzt hier keine rausgesucht, weil es ein bisschen zu weit führen würde, aber also wer sich dafür interessiert, das ist wirklich ein extrem, extrem interessantes Dokument, was man sich da mal sich angucken kann. Ja, und Zeitgeschichte. Und Zeitgeschichte, ja klar. Also auch für aktuelle, also für Entwickler heute ist es auch echt interessant, mal zu sehen, wie man damals mit bestimmten Problemen einfach umgegangen ist. Ja. Weitere Frage, die über Twitter gestellt wurde, und da müssen wir mal gucken, ob wir da jetzt die Bogen zum nächsten Thema finden. Die NASA benutzt Node.js in den Raumanzügen. Frage, die sich anschließt, benutzen die auch Leftpad? Aber warum Leftpad ausgerechnet? Kann sich mal denken? Richtig. Und? Kommen wir mal. Aber eine andere Frage eigentlich mal vor. Wofür braucht man ein Node.js in einem Raumanzug? Aber da kann ich mir 1000 Dinge vorstellen. Weiß ich nicht. Also, ist jemand von der NASA oder ESA da und kannst das erklären? Ja. Twitter posten und so. Also da oben war es schon eben, warum ist dieses Thema hier oder warum ist dieser Tweet hier? Es gab da einen Vorfall letztes Jahr, dass sich jemand mit einer Firma gestritten hat um einen Namen einer Node.js, einer JavaScript-Library. Und bei JavaScript, wer das nicht kennt, gibt es ein zentrales Paketrepository für Bibliotheken, das nennt sich NPM. Und dieses NPM-Repository ist so ein zentrales Repository, so wie das Maven-Repository von Apache, benutzt jeder und wird von dieser Firma betrieben. Und als Ergebnis dieses Streits sozusagen hat die Firma, die hinter dem NPM-Repository steht, einfach ein Paket umbenannt von einem Programmierer und hat gesagt, okay, das nennen wir jetzt anders. Und daraufhin war dieser Entwickler so stinksauer, dass er einfach seine kompletten Pakete aus dem Repository zurückgezogen hat. Und darunter war dieses Leftpad. Und dieses Leftpad ist eine relativ einfache Funktion, die füllt einfach nur einen String mit Zahlen auf. Die wird aber, da sie auch so einfach ist, in wirklich sehr, sehr vielen Projekten benutzt. Und damit sind instantan sozusagen Hunderttausende von Build-Chains gebrochen in der ganzen Welt. Also da gab es einen riesen Aufstand, weil alle möglichen CI-Systeme kaputt gegangen sind und Software nicht mehr ausgerollt werden konnte, weil dieses Paket in der Registry nicht mehr da war. Und das wirft natürlich dann die Frage auf, sollte sowas überhaupt möglich sein? Also wenn man irgendwie so etwas in so eine kritische Infrastruktur einbringt, soll es überhaupt möglich sein, sowas wieder zurückziehen zu können? Meine Meinung dazu ist nein. Es gibt eine Zwischenvariante, was die Python da macht. Ich kann auch laut sprechen, wie ich zu verstehen. Ja, dann verstehen Sie Leute im Stream nicht. Okay. Die Python-Leute machen eine Zwischenform davon. Du kannst etwas, ein File, was du hochgeladen hast, einmal löschen. Du darfst es nie wieder neu veröffentlichen unter diesem Dateinamen, damit dir auch keiner sozusagen Mist unterschieben kann. Aber das File, was ich gestern an dieser Stelle hatte, ist heute plötzlich ein anderes. Das geht nicht. Und was die dann sagen, ist, wenn es für dich kritisch ist, du musst unterscheiden zwischen öffentlicher und kritischer Infrastruktur. Wenn es für dich kritisch ist, halt dir deinen Klon bei dir vor. Und auch das Tooling dafür. Das ist eigentlich immer so, also bei kritischen Build-Infrastrukturen sollte man das eigentlich immer so machen, dass man das also über lokale Caches macht. Aber gut, so ist das halt.
Also ich finde es eigentlich viel kritischer, dass es da nur eine zentrale Infrastruktur gibt. Ja, das ist das Nächste und dass die von der Firma betrieben wird. Das ist auch, finde ich, relativ kritisch. Deswegen ist das bei Maven ein bisschen entspannter, sage ich jetzt mal. Und ich meine, es wird ja gar nicht lokal vorgehalten. Es wird ja bei jedem Zusammenbauen sozusagen die Quellen wieder geholt und hier das hinterlässt so ein bisschen ein ungutes Gefühl, finde ich. Nächstes Thema, Ubuntu dominiert OpenStack. Ja, das ist, also ich finde das eine spannende Sache, weil Ubuntu ist ja eigentlich angetreten, um auf dem Desktop hier das Jahr des Desktops auszurufen, um hier wieder mal die Runde zu bekommen. Und mittlerweile ist OpenStack, also was ist OpenStack? OpenStack ist ein Betriebssystem für, wenn man das mal als Analogie sieht, ist prinzipiell ein Betriebssystem für Private und Public Cloud-Systeme. Und jetzt muss ich nochmal überlegen. Ich glaube, initiiert von Rackspace und der NASA. Die NASA hatten wir ja auch schon gehabt hier. Auf jeden Fall, Ubuntu hat sich da relativ schnell reingebracht und die OpenStack haben sie auch synchronisiert mit den Ubuntu-Release-Zyklen, also mit jedem halben Jahr, wenn ein neues Ubuntu kommt, kommt auch ein neues OpenStack raus. Und ich finde, da haben sie sich eine ganz interessante Lücke oder eine Nische in der Businesswelt geschaffen, wo man wahrscheinlich am Anfang auch nicht genau so wusste, wo die Reise dahin geht, wenn man den Mark in Space jetzt noch mal gefragt hätte, wo es denn hingeht, dann hätte er wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass es hier Richtung Rechenzentrum oder Cloud-Infrastrukturen geht. Ja, kann irgendjemand was mit diesem Bild hier anfangen? Oder weiß oder kann sich vorstellen, warum dieses Bild jetzt hier in diesem Vortrag drin ist? Ja, Open Source Software ist niemals tot. Der Lilo Bootloader wird leider eingestellt. Ende des Jahres. Zum zweiten Mal. Man sieht, Open Source Software ist niemals tot. Und gerade Lilo, also es gibt mit Sicherheit Kinder da draußen, die wurden nach diesem Bootloader benannt. Also das war ja wirklich omnipräsent in den 2000ern. Also überall hat man das gehabt. Gab keine Alternative dazu. Mittlerweile, dadurch, dass Lilo einfach ein paar Begrenzungen hat, die einfach nicht umgehbar sind, verliert es einfach gegen Grub, muss man ganz klar sagen. Wer kann sich denn noch an die ganzen Fehlermeldungen von Lilo erinnern? Ich glaube, es gab nur 4. Ein L, ein LI, ein LIL und ein... Ja, stimmt. Ja, Groß-Kleinschreiben war auch noch so ein Faktor. Ja. Ja, schade, aber ist so. Ja, ODF soll in den Niederlanden durchgesetzt werden. Wir haben jedes Jahr sowas und jedes Jahr ist es ein anderes Land und jedes Jahr hört man davon danach nichts mehr. Ja, also ich kann mir das nicht vorstellen, warum das so ist. Ich weiß auch nicht, wie da der Stand ist. Letztes Jahr hatten wir Großbritannien gehabt und seit den letzten 10 Jahren haben wir da Deutschland oder so. Mit meiner persönlichen Erfahrung ist, dass mittlerweile kriege ich von allen möglichen Leuten Office-Dokumente von Microsoft Office, ich kriege von LibreOffice-Dokumente und früher war es so, da haben die Leute mir beschwert, wenn ich ein Microsoft-Dokument bekommen habe und ein LibreOffice-Dokument zurückgeschickt habe. Mittlerweile beschwert sich da keiner mehr. Ich glaube, die Interoperabilität ist da deutlich besser geworden. Ja. Auch weil es von Microsoft ja jetzt auch offizielle Filter gibt für ODF. Aber ich finde, das ist ein sehr gutes Signal. Weiter so, wir wollen nächstes Jahr ein anderes Land haben, das hier wieder ODF festgelegt hat, weil ich finde, das ist ein Dokumentenformat, was für eine Regierungskommunikation oder eine Kommunikation mit seinen Bürgern eigentlich prädestiniert ist, weil man es in möglichst vielen Open-Source-Produkten hier eben auch mit LibreOffice, OpenOffice. Was hatten wir da vorhin für eine chinesische Office? Hast du das gemerkt? Den Kritikpunkt, den ich immer wieder höre, um noch das kurz nachzuschieben, ist, dass ganz viele Leute sagen, das sieht nicht genau so aus. Wenn ich ein LibreOffice-Dokument in Microsoft Office öffne oder umgedreht, dann ist das einfach nicht dasselbe. Das sieht nicht genau so aus. Meine Erfahrung ist, wenn ich 2 verschiedene LibreOffice-Versionen nehme, sieht es auch nicht gleich aus. Aber ich glaube, Pixel Perfect ist einfach nicht das Ziel von solchen Systemen. Ja, eben. Also geht ums Konzept. Eigentlich sollte man lieber wieder LaTeX machen. Wo ist denn Harald? Gut. Ja, kommen wir zum Bereich Security.
D-Link hat in seiner ausgelieferten Binary-Firmware so ein paar Private Keys vergessen. Ist übrigens nicht so, wie es da steht, also nicht im Quellcode. Golem ist ja nicht so technikaffin, hat das nicht so richtig begriffen. Aber sie haben es tatsächlich in der ausgelieferten Binary-Firmware vergessen und da konnte man es relativ einfach rausholen. Ja, die Frage ist das nur der Signing-Schlüssel für diese Überwachungskamera oder ist das generell für die ganze Firma? Nee, ich glaube, es war der Key zu dem offiziellen Signaturzertifikat von D-Link, wenn ich das richtig nachgelesen habe. Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das war's. Und damit konnte man im Wesentlichen eigentlich für alle D-Link-Geräte irgendwelche Sachen signieren. Und das ist natürlich gerade im Bereich, wo es komplexe NAS-Systeme gibt von D-Link, wo es auch dann ein Apps-Konzept gibt, wo man dann sich Erweiterungen runterladen kann und so, schon ganz schön fatal. Und das ist halt auch wieder sowas, wo ich einfach, ich bin jetzt nicht der Security-Experte, aber meiner Meinung nach sollten Private Keys einfach nicht irgendwo rumliegen als Datei, sondern Private Keys gehören in den HSM und dann sind die da drinne und dann kann man denen das signieren lassen, aber die sollten niemals in irgendwelche Hände von irgendwelchen Leuten kommen, auch keinen Entwicklern. Ja. Aber vielleicht ist das ein guter Punkt für freie Software, weil ich glaube, die Leute machen sich mehr Gedanken, wenn man diese Quelltexte rausgeben muss. Die haben sich wahrscheinlich hier gedacht, oh super, das ist ja kompiliert, das kriegt sowieso niemand auf der Welt da irgendwie raus. Naja, gab noch so einen Inzident. Kann jemand dieses Quellcode-Stückchen identifizieren? Und hat jemand oder weiß Idee, jemand, was das tut? Hat jemand eine Idee, was man damit machen kann? Ganz viele Nullen sind da drin. Ja, noch viel schlimmer. Es gibt eine chinesische CPU-Hersteller, der nennt sich Allwinner. Der stellt CPUs her für ganz, 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 ganz viele China-Geräte, Tablets, Mobiltelefone, Router und so weiter. Ja, aber nicht nur chinesische Geräte. Die werden natürlich auch weltweit benutzt, aber im Wesentlichen, also wenn man ein chinesisches Tablet kauft, da große Wahrscheinlichkeit, dass da ein Allwinner drin ist. Und die maintainen einen eigenen Kernel-Fork. Und in diesem Kernel-Fork gibt es dieses Stückchen Code im Device-Management. Das heißt, man konnte damit einfach das Wort root my device per Echo an das richtige Device schicken, also dev, tty sowieso, ja, und zack, war man root. Bekommt noch gerne noch einen Hinweis, ja, now you are root. Funktioniert übrigens super prächtig. Ich habe zu Hause ein Allwinner-Tablet, also so ein billiges China-Tablet, das man auch hier verkaufen kann. Shell aufmachen, Echo, root my device, zack, root. Also richtig schön. Da sieht man nochmal die Meldung dazu. Bitte? Man sollte ihnen eigentlich dafür danken. Nee, das ist nicht upstream. Nein, es ist definitiv nicht upstream. Weil die machen ihren eigenen Fork und es ist nicht upscreen. Ich weiß nicht, ob man ihnen da jetzt danken sollte. Besser wäre es, man hätte die Freiheit, die Geräte sozusagen selbst zu routen mit einem offiziellen Weg und der sozusagen dem Besitzer offen steht und nicht jedem, der irgendwie hier der Meinung ist, hier so ein Root ablaufen zu lassen. Weil im Großen und Ganzen ist das ja auch während des Betriebs sozusagen, also während des Betriebs zur Laufzeit remote ausnutzbar. Also jeder Prozess, der auf diesem Gerät läuft, kann das ausführen und das ist, glaube ich, nicht so gut. Ja, weiteres Thema immer wieder, jedes Jahr, das Urheberrecht. Es befindet sich im Stillstand. Remix-Kultur nicht kompatibel mit dem deutschen Urheberrecht. Gibt da eine große Diskussion zu. Also es gibt auch anscheinend auch keine, also es ist einfach ein Drama, muss man wirklich sagen, dass da... Wobei, da muss man ein bisschen relativieren. Also ich meine, das hört sich ja vielleicht ein bisschen jetzt schlimm an, aber im Großen und Ganzen müssen wir dem Urheberrecht sehr dankbar sein, weil ohne Urheberrecht keine GPL und keine Open-Source-Lizenzen, muss man ja eigentlich mal hier auch nochmal festhalten. Also ganz so schlecht ist es ja nicht. Die Frage ist, ob alle Rumgedoktere an dem Urheberrecht um das Durchsetzen von Rechten hier noch in einer digitalen Zeit zu ermöglichen, ob das jetzt das nicht besser oder schlechter macht, sozusagen. Ja, genau. Es geht ja in den meisten Fällen auch nicht darum, irgendwelche Rechte für irgendjemanden zu bewahren, sondern irgendwelche Revenue-Streams zu bewahren. Das ist ja das Problem oder das Grundproblem der Diskussion überhaupt. Ja.
geht ja gar nicht drum irgendwie, also das finde ich immer sehr schön, wenn so GEMA und ähnliche Leute irgendwie sagen, wir müssen die Rechte unserer Autoren irgendwie sichern. In Wirklichkeit ist das ja eigentlich der falsche Satz, sie möchten die Einnahmen ihrer Autoren sichern, die Rechte geht's gar nicht. Ja. Gut. Ah. Was gibt's Neues bei GNU? Es gibt eine neue Version von GZIP. Lustig fand ich übrigens, in dem Changes-Dokument steht drin, wir haben einen Bug gefixt. Ich habe jetzt nicht genau angeguckt, welcher Bug es ist, aber es steht drunter, was in there since the beginning. Und das ist lang. Ja, und das ist echt lang. Ja. Also es gibt eine neue Version von GZIP. Hoffe, hat die da abgedatet auch jetzt. Ja, Firefox OS ist ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Hat Telefonica an CyanogenMod verloren, wobei CyanogenMod ja auch irgendwie auf dem absteigenden Ast ist, wie wir alle wissen. Ich hatte mal ein Firefox OS Entwicklergerät. Ich fand es eigentlich ein interessantes Konzept, aber es hat einfach nie die Unterstützung gehabt, die nötig gewesen wäre. Und die Frage ist, selbst wenn es die Unterstützung gehabt hätte, hätte es irgendwie was genutzt. Ja. Ja, es war unerträglich langsam und buggy. Das hätte man vielleicht noch unter ich hätte mir das irgendwie noch rumgekriegt, aber ja, was sie versucht haben, war ja quasi ein Chrome OS für Telefone, mehr oder weniger, so ähnliches Konzept. Ja. Jetzt aber meine Frage, hat irgendjemand privat zu Hause einen Fernseher, auf dem Firefox OS läuft? Denn Firefox OS soll jetzt das Betriebssystem für das Internet der Dinge werden. Das ist, also aus meiner Sicht ist das immer ein schlechtes Zeichen. Irgendwas hat nicht geklappt. Dann versucht man einen anderen Anwendungsbereich dafür zu finden. Das ist meistens der Anfang vom Ende. Also ich glaube, das ist einfach nur, um nicht zu sagen, wir hören damit auf, sondern das ist der amerikanische Weg, um zu sagen, wir hören damit auf. Bitte? Ja, genau. So. Ja, CyanogenMod geht es auch Ziel, irgendwie. Das Ziel von Telefonica übrigens. Ne? Ja, also CyanogenMod, das war auch ein bisschen seltsame Story. Wir haben irgendwie eine Menge Leute entlassen. Obwohl, eine Frage, hier steht ja CyanogenMod, das ist ja die Firma dahinter. Und ja, genau. Das andere ist ja CyanogenMod. Genau. Aber natürlich wird natürlich CyanogenMod durch CyanogenMod im Wesentlichen getrieben. Ja, und die Ankündigung war irgendwie, wir machen jetzt kein Betriebssystem mehr, wir machen Apps. Okay, was für Apps macht denn CyanogenMod? Den Musikplayer für CyanogenMod aus? Ja, aber dann haben sie ja ganz schnell wieder zurückgerudert und gesagt, nee, das ist ja alles gar nicht so und wir machen genauso weiter wie bisher auch. Also so richtig klar ist das nicht, was da los ist. Ja. Ich glaube allerdings auch, dass die CyanogenMod-Community ist so groß, selbst wenn CyanogenMod dann nicht mehr da wäre, das wäre wahrscheinlich ein ganz schön großer Schlag, aber das würde nicht dafür zu führen. Dafür ist der Pain einfach zu hoch, dass es da keine Alternative gäbe zu. Ja. Es gibt schon noch ein paar andere. Ja, traurige Geschichte. Ian Murdoch ist leider gestorben dieses Jahr. War auch auf dem Linux-Tag. Ich glaube einmal oder zweimal. Einmal auf dem Linux-Tag, hat einen tollen Vortrag gehalten. Ja, leider nicht mehr bei uns. Und ist das Ian aus Debian? Ja, falls das jemand nicht weiß. Es gab ein paar Jubiläen dieses Jahr. Zum Beispiel, jetzt muss ich selbst mal nachgucken kurz. 20 Jahre GIMP. Gibt es denn hier jemand, der vor 20 Jahren hier schon GIMP benutzt hat? Ah, da oben. Noch mehr. Noch. So, erzähl mal deine Story, Olli, von GIMP und ganz am Anfang. Kann sich einer daran erinnern, dass GIMP am Anfang gar nicht frei war? Dass das mit dem Motif... Weiß denn jemand, was Motif ist? Und dass sozusagen der... die Idee, GIMP als freie Software rauszubringen, GTK rausgebracht hat? Um vielleicht noch mal kurz zu erklären, für die, die nicht Motif kennen. Motif war in den 80ern ungefähr das, was DirectX heute ist. Oder so. Was? Irgendwie sowas. Na, also das Widget-Toolkit. Das hat was mit Grafik zu tun. Ja. Auf jeden Fall proprietär. Ja, das hat ganz schön sich weiterentwickelt, GIMP. Ich weiß noch ganz genau, dass wir damals unsere ersten Linux-Hack-Plakate mit GIMP gemacht haben und ich damit ganz viele Schimpfwörter gelernt habe. Aber mittlerweile ist das ein richtig cooles Tool. Also ganz viele Sachen, die man zwangsweise in Photoshop machen musste zu bestimmten Zeiten, gehen mittlerweile echt gut in GIMP.
Außer CMYK, das geht bis heute irgendwie nicht. Aber mittlerweile sind die Druckereien jetzt wieder besser geworden. Also früher haben die Druckereien das einfach nicht angenommen. Mittlerweile ist es denen egal, weil es zu viele Leute gibt, die das nicht verstehen. Ja. Aber wir sagen mal herzlichen Glückwunsch an GIMP für 20 Jahre tollen Support. Ja. Ja. Abteilung Panorama. Teens können heutzutage nicht mehr auseinanderhalten, was Werbung und was Inhalt ist. Da sind wir wieder bei dem Thema Medienkompetenz. Das haben wir auch jedes Jahr. Ich finde es ganz schön tragisch. Und ich finde, eigentlich sollte man in der Schule vielleicht weniger Kunstunterricht machen, mehr Medienkompetenz. Aber das ist halt so ein Ergebnis davon. Ja. So, das ist halt echt traurig, wirklich traurig. Ja, das ist natürlich die nächste Frage, ob die Suchresultate, also die Frage ist, ob Suchresultate nicht insgesamt Werbung sind, ganz oft, auch wenn da nicht Werbung dran steht, weiß ich nicht, kann durchaus sein. Ja, nächstes Thema, das war ein Artikel auf TechCrunch zum Thema, was ist die Zukunft des Entwickelns, und das betrifft wahrscheinlich ganz, ganz viele Leute, die auch mit Open Source arbeiten. Also in welcher Art und Weise entwickeln und releasen wir Software in die freie Welt in Zukunft? Und ja, ich glaube, das ist der Inhalt von diesem Artikel, um das mal zusammenzufassen. Es geht weg von monolithischen Releases hin zu was ich nennt Continuous Delivery. Das heißt, nicht ein Release alle 3 Monate, sondern ein Release alle 30 Minuten. Also ich weiß das von einem Kunden von uns, Netflix, der release zwischen 30 und 60 Mal produktiv am Tag. Und das sind natürlich dann Sachen, die auch entsprechend im Prozess sich irgendwie widerspiegeln müssen. Und das ist die Idee dabei. Und ganz, ganz viele große Kunden, insbesondere im agilen Sektor oder im disruptiven Sektor, gehen genau in diese Richtung. Und das wird halt von den Tools im Moment noch nicht unterstützt, auch noch nicht von den Konzepten. Also die Testkonzepte und sowas muss man sich dann überlegen, wie funktioniert sowas, wie könnte man sowas abbilden, dass man da keine Breaker ausliefert. Das sind dann auch so Auslieferungsstrategien, so Canary-Deployments und solche Geschichten. Aber das ist, glaube ich, was, wo, wenn Leute hier im professionellen Softwarebereich arbeiten, ich glaube, das ist die Entwicklung der nächsten 3 bis 5 Jahre. Da wird es, glaube ich, hingehen. Ja. Ist jetzt halt mittlerweile auch in der Mainstream-Presse so ein bisschen angekommen, deswegen ganz interessanter Read. Ja, wir haben jedes Jahr ein bisschen BlackBerry-Bashing, auch dieses Jahr wieder. Hier sieht man den BlackBerry-CEO, wie er das erste Android-Telefon von BlackBerry erklärt. Und er toucht so ein bisschen sinnlos darauf rum und weiß offensichtlich nicht so genau, wie Android funktioniert oder was er damit machen soll. Also war relativ lustig, ich habe mich da sehr drüber amüsiert. Wenn er da so irgendwie ein bisschen planlos, wer ein Android-Telefon hat, kennt das, ein bisschen planlos darauf rum toucht und jetzt auf den Home-Knopf drückt, aber ist er schon im Home und weiß nicht so, scheiße, funktioniert nicht, Mist. Oh, was passiert? Nehmen wir hier nochmal, nochmal? Ah, oh, das ist jetzt ein neuer Chrome, da muss ich 2-mal nach rechts wischen. Wie mache ich das? Mein Produktmanager hat mir nichts erklärt dazu. Ja, nach oben vielleicht? Nee, auch nicht. Ach, und dann erklärt er an der Stelle, weil den Ton hätte der Reporterin, ja, ist ein neues Gerät, geht irgendwie. Ja? Und wie heißt denn das Gerät? Priv, für Privacy. Ah, das ist ja gut. Verkauft sich übrigens lausig. Das ist ja gut und hat ja was mit der nächsten Folie zu tun. Ja. Denn BlackBerry, der BlackBerry CEO sagt, er wäre beunruhigt von der Apple, vom Apple Meinung zu Privacy, also sowas wie insbesondere wie Unlocken nicht für Regierungsstellen. Aber jetzt nochmal, wie hieß das Gerät? Priv, für Privacy. Gut. Sieht jemand den Widerspruch? Nein, okay. Ja, SCO gegen IBM ist auch was uns seit 10 Jahren verfolgt. Ja. Ich wusste gar nicht, dass es SCO überhaupt noch gibt. Tatsächlich ist es so, es gibt nur noch einen Anwalt. Der hat wahrscheinlich einen einzigen, oh, ich weiß es nicht, vielleicht hat er einfach nur die Rechte oder keine Ahnung. Also auf jeden Fall ist der Rechtsstreit jetzt angeblich endgültig beigelegt. Vielleicht machen wir dann nächstes Jahr keine Folie mehr dazu. Nee. Ja. Ja, also vor allen Dingen haben beide Unternehmen gemeinsam den Antrag eingereicht, jetzt können wir doch aufhören bitte, ja. Wir haben genug Geld verdient. Also die Anwälte. anderer Rechtsstreit, der auch dieses Jahr sehr viel Wirbel gesorgt hat, ist Oracle gegen Google, die sich darum gestritten haben, ob man den APIs Copyright schützen kann. Google sagt nein, Oracle sagt ja. Und beide sagen,
Wenn der andere gewinnt, ist das das Tod für die GPL. Gut, jetzt muss man natürlich wissen, dass Oracle durch den Kauf von Sun in den Besitz dieser APIs gekommen ist und dass Google einfach hingegangen ist und die frecherweise nachprogrammiert haben. Angeblich, das habe ich zumindest so zwischen den Zeilen von ein paar Leuten gehört, war das einer der zentralen Gründe, warum man denn Sun gekauft hat, nämlich um Google zu verklagen. Aber wenn du nochmal eins zurückmachst, das ist schon relativ kompliziert. Ne? Also wir können immer fragen, wer programmiert? Ziemlich viele. wer würde denn intuitiv sagen, dass man APIs schützen kann? Per Urheberrecht. Keiner. Also das ist auch mein erster Eindruck gewesen, aber wenn man dann drüber nachdenkt, dass das ja natürlich auch nur ein Auszug aus dem Quelltext ist und wenn man das jetzt copy und paste oder abtippt oder sowas, also wenn ich den kompletten... Gewagte These. Das ist ein bisschen schwierig. Ja, mit so einem Ansatz würde man natürlich jede Interoperabilität in jeder Art und Weise irgendwie abtöten. Ja. Und ich meine, wir leben heute in einer Zeitalter von Microservices und von interagierenden Webservices, also... Ja, wobei die Nutzung der APIs hier jetzt nicht geschützt ist, aber... Ja, richtig, okay. Also wir sind uns ja einig, sollte nicht geschützt sein. Ja, wir haben uns dann mal angeguckt, was ist eigentlich die Begründung, dass der Oracle-Anwalt sagt, das wäre das Ende der GPL, wenn Googles Ansicht, dass APIs nicht copyright-geschützt werden können, gewinnen würde. Die Argumentation ist ungefähr die, wenn man die API kopieren kann, kann man auch alles andere kopieren. Also gilt die GPL einfach nicht mehr. Ist ja alles Fair Use. Ja, wenn APIs nicht kopiergeschützt oder Copyright geschützt sind, dann ist die Nutzung natürlich auch nicht unter der GPL, weil das wäre ja dann ein Urheberrecht. Ja? Und damit wäre ja eigentlich alles total hinfällig. Also ein bisschen komisch hinter den Dings, aber gut. Ja, ganz kurze Meldung. Es gibt scheinbar bei Google jemanden, der an einem offiziellen Android Raspberry Pi Port arbeitet. Denn das ist erschienen im offiziellen Android Git-Repository, es ist noch nichts drin, also in diesem Verzeichnis RP3 gibt es noch nichts, ist kein Quellcode drin. Jetzt kommt ja vielleicht am Montag Nougat raus, vielleicht droppt das dann, man weiß es nicht, aber das wäre natürlich schon eine ziemlich coole Sache, damit würde der Raspberry Pi auf dieselbe Ebene gehoben wie die Nexus-Geräte von Google und damit wäre es eine offizielle Plattform für Android. Und das wäre schon eine tolle, tolle Sache. Ich kenne auch viele Leute, die darauf warten, auch für Kundenprojekte. Ja, noch was anderes auf dem Embedded-Gerät? Könnte mal fragen, was ist das? Genau, was ist das? Kann das irgendjemand identifizieren? Ja, genau, das ist da ist jemand hingegangen und hat eine C64-CPU hand zusammengelötet. Mit Transistoren. Und das ist dann so, also hier sieht man den Mann auch. Ja, 6502. Es ist nur unwesentlich größer als das Original. Ja, gut, es muss ja auch handgelötet werden. Ja, aber es funktioniert super und ist der Knüller auf allen möglichen Hardware-Konferenzen, habe ich mir sagen lassen. Ja, geht natürlich auch, weil die Spezifikation offen ist. Ja, Microsoft schmeißt auch noch den letzten Rest Nokia weg. Ich habe auch gehört, Nokia bringt jetzt wieder Telefone raus. So richtig verstehe ich das alles nicht. Ja. Dafür macht Nokia jetzt wieder Android-Telefone und wenn ich mich recht erinnere, Nokia hat ziemlich gute Telefone gebaut. Vielleicht kann man wieder Nokia-Telefone kaufen. Ich dachte, das wäre Nokia selbst. Aber ich kann auch sein, dass ich mich irre. Ja. Also, das wäre dann wie beim C64 dann. Ja, wir hatten vorhin das Thema mit der Berliner Verwaltung. Jetzt kam dieses Jahr raus durch einen Rechnungshofbericht von den Amerikanern, dass die amerikanischen Verteidigungsstreitkräfte im Bereich Atomraketen mit Rechnern arbeiten, die noch mit 8 Zoll Disketten betrieben werden. Das kann man auch sehr schön nachlesen das ist jetzt nur die Startseite, wer das mal nachlesen möchte, das steht da irgendwo ganz tief drin, dass die irgendwie Rechner im Einsatz haben, die aus den 70ern sind, inklusive der 8 Zoll Disketten. Da stellt sich natürlich immer wieder die Frage, woher kriegen die eigentlich diese 8 Zoll Disketten? Ja? Haben die da irgendwie ein Lagerhaus voll? Also gibt es da irgendwo in Amerika, in irgendeinem Militärbunker, irgendwo so ein Lager für 8 Zoll Disketten oder so? Hier 8 Zoll Disketten, daneben ein paar Atomraketen. Stimmt. Das ist das Nächste. Da kann ich gleich noch eine Story erzählen zu. Und zwar, bei uns an der Uni hat mal vor, es war schon echt lange her, 20 Jahre oder so her, hat
der einer der deutschen Astronauten, ich weiß nicht mehr genau, welcher es war, auf jeden Fall hat er einen Vortrag gehalten und der ist geflogen mit den Amerikanern und den Russen. Und in diesem Vortrag am Ende bei der Fragestunde wurde er dann gefragt, fliegst du lieber mit den Russen oder lieber mit den Amerikanern? Und er sagte ganz klar mit den Russen. Ja, warum? Er sagte, wenn bei den Amerikanern ein rotes Licht aufleuchtet, dann tritt eine Expertenkommission zusammen und berät, was das rote Licht zu bedeuten hat. Bei den Russen nehmen die einen Schraubenschlüssel, hauen drauf, gucken, ob es ausgeht. Und meistens geht's aus. Ja. Einfache Technik ist manchmal das Beste. OwnCloud US macht zu. Ich habe da eine relativ dedizierte Meinung zu OwnCloud. Ich habe verboten bekommen, sie zu sagen von ihm. Ich sag's ihnen nicht. Das ist zu offensiv. Ich finde, das ist einfach nur ein Haufen zusammengesteckte Software, die nicht funktioniert. Aber okay. Ich sehe schon, polarisiert diese Meinung. OwnCloud US macht auf jeden Fall zu. Mit direktem Rückrudern ist ja alles gar nicht so schlimm. Weil da waren gar nicht so viele Leute und das ist ja gar nicht so groß gewesen und so, aber naja, weiß ich nicht. Also wenn ich das richtig verstanden habe, hat sich da irgendwie der kommerzielle Bereich von der Community getrennt und die Community hat wieder eine neue Firma aufgemacht. Oh, wir haben noch 15 Minuten. Wir müssen schneller machen. Wir müssen schneller machen. Aber wir sind auch fast schon relativ weit am Ende. Aber ein Highlight haben wir noch. Und das ein Highlight haben wir noch, das kommt aber noch weiter hinten. Ja, Dirk Hohndel geht bei Intel. Da kannst du vielleicht was zu erzählen. Dirk Hohndel war ja langer Gast auf dem Linux-Tag. Der war ja früher bei SUSE. Er hat eigentlich alles durchgemacht von X3 T6 und Kernel-Entwickler. Ist übrigens auch der Patenonkel von den zumindest einem Nachwuchs vom Linus Torvalds. Auf jeden Fall war ja derjenige, der für die Open-Source-Strategie von Intel zuständig war. In letzter Zeit war das ein bisschen ruhig. Hat irgendjemand was von Intel Open-Source-Strategie nochmal mitbekommen? Ja, ich. Aber es kommt gleich noch eine Folie zu. Okay. Auf jeden Fall, er wechselt zu VMware. Ich bin mal gespannt, was da passiert. Der Dirk ist ein super Kerl. Der kann schon was bewegen, wenn man ihn lässt in den Firmen. Muss man ja auch immer sehen. Außerdem war er einer der großen Förderer vom Linux-Tag, auch ganz am Anfang, als er noch bei SUSE war. Ja, der hat das schon verstanden, worum es da geht. Jetzt muss man sehen, er ist jetzt nicht der alleinige Entscheider in so einer Firma. Da gibt es immer noch andere. Aber da muss man sehen. Also wir wünschen da Dirk alles Gute. Mal sehen, was denn da rauskommt bei VMware. Da sind wir auch genau bei der Open-Source-Strategie von Intel, beziehungsweise von dem, was Intel so macht. Intel hat gesagt, oh, der Raspberry Pi ist aber ganz schön erfolgreich. Wir sind auch so eine Hardware-Firma. Wir wollen eigentlich da auch sowas haben. Und hat das Upboard ins Leben gerufen. Hat das jemand? Hat jemand bei diesem Kickstarter-Projekt mitgemacht, bei dem Intel als kleine Firma diese Kickstarter-Geld für sowas braucht, um da mal Geld einzusammeln, mitgemacht hat? Moment, kann ich da mal die Frage stellen? Wir hatten einen Raspberry Pi. Okay. Na gut. Ja, also ein Grund, warum nicht so viele Leute dieses Upboard haben, ist, das ist einfach im Moment noch nicht richtig verfügbar. Also wir haben eins, bei Tarent gibt es eins zum Experimentieren. Damit habe ich ein bisschen gespielt. Das Ding aus meiner Sicht funktioniert einfach nicht. Aber anderes Thema. Ja, also das hat einfach massive Hitzeprobleme und es gibt, die Software ist völlig proprietär. Das ist genauso, als ob man Leuten, die nur proprietäre Software machen, sagt, ihr müsst jetzt ein Open Source Zweig von diesem Betriebssystem machen, hat einfach nicht funktioniert. Also auch die ganze Community ist im Wesentlichen tot im Moment. Also man muss sich auch solche Sachen wie, man muss irgendwie einen Account bei Intel machen, um überhaupt an der Community lesend beizutreten. Solche also ganz komische Sachen, die da passieren. Aber gut. Android gibt es jetzt auch für iOS. Hört sich ja erstmal sehr merkwürdig an. Hört sich irgendwie komisch an, ja. Oder der Aufmacher ist, Android-Apps laufen jetzt auch auf iOS. Der Trick ist, das sieht man jetzt gleich hier, das ist ein iOS-Gerät und dann gibt es eine Hülle und die Hülle ist ein Android-Gerät. Und man steckt das Ding da rein, macht ein Kabel rein und dann läuft quasi das Android auf der Hülle und dann wird das Ganze für Remote-Desktopping auf das iOS-Gerät gebracht. Geil, oder? Ja? So, jetzt möchte ich gern Copy und Paste machen. Ging bei VMware auch am Anfang nicht. Ja, das aus der Rubrik lustige China-Hardware. Jetzt was aus der Rubrik Bugs. Da ist ein Affe auf so einen Transformator gefallen. Wir spielen das Video jetzt mal absichtlich nicht ab.
und hat damit das gesamte Stromnetz von Kenia außer Gefecht gesetzt. Ob die dann sozusagen, ob das denn ein Monkey ist, wenn dann wieder ein Blackout? Also der erste Bug, da gibt es ein lustiges Wikipedia-Bild zu, wo der Bug in so einem Großrechner drin war, irgendwann in den, keine Ahnung wann. Und dann hat damals derjenige diesen Bug aufgeklebt mit einem Stück Tesa-Film auf den Report. Und damit kam dann dieser Begriff Bug zustande, auch wenn es da mehrere Origin-Stories gibt. Der erste Bug-Report. Ich glaube aber nicht, dass sie den Affen irgendwo aufgeklebt haben. Ganz kurz, vermischt ist, der Tetris-Film wird eine Trilogie. Die Aussage des Regisseurs ist, die Story ist zu groß. Noch was Lustiges, die Bundesregierung plant schnelle Eingreiftruppen gegen Hackerangriffe. Ich hab echt lange nach einem Bild gesucht, wo man irgendwelche Leute, die ein bisschen nerdy sind, in so einem die aus dem Hubschrauber abgeworfen werden oder so. Gibt's nicht, ja. Auch nicht abseilen oder so, ja. Also Black Ops-mäßig. Ah, sehr schön. Also Terroristen lassen sich nicht mit Dislikes bekämpfen. Wir müssen schnell weitermachen. Alan Cox hat den Ehrendoktor bekommen von seiner Universität. Finde es ein super Bild. Die Krawatte finde ich toll. Ja. Als ich Olli das erste Mal das Bild gezeigt habe, hat er gesagt, oh, Richard Stallman hat einen Ehrendoktor bekommen. So, und das hat eigentlich hier die Idee für ein Experiment gemacht. Wir werden jetzt mit euch hier, ihr müsst euch jetzt alle hinsetzen. So, wir machen das jetzt per Abstimmung. Wer ist für Cox? Da musst du, glaube ich, noch einmal. Ja. Wer ist für Stallman? Die Mehrheit ist ganz klar für Stallman. Leider falsch. Hätte man am T-Shirt vielleicht sehen können, aber. Nils hat Stallman noch nie lächeln gesehen. So. Cox Na? Oder Stallman? Cox. Wer ist für Cox? Wer ist für Stallman? Okay. Richtig. Gibt's nicht als Option, sorry. So, wer ist für Cox? Einer ist für Cox, zwei, drei. Wer ist für Stallman? Oh, die Mehrheit. Richtig. Ist aber ein leichtes Lächeln, Nils. Kann das sein, dass das ein Foto vom Linux-Sack ist? Ich bin mir nicht ganz sicher. Das könnte durchaus sein. So, jetzt machen wir es ganz schwer. Ich weiß es selbst nicht, ehrlich gesagt. Cox? Ganz viele? Stallman? Na, doch, einer, zwei? Ja, ist Cox. Sehr gut. So, und das Letzte, glaube ich... Cox oder Stallman? Cox? Nur ganz wenige. Stallman? Ah. Okay. Bis auf einen Fehler war das Publikum richtig. Wir haben ein super Publikum hier. So, ich glaube, wir müssen 2 Minuten überziehen. Nintendo, da gibt es ja dieses tolle Spiel, was jetzt alle spielen. Pokémon Go. Und da sich der Börsenkurs von Nintendo verdoppelt, verdreifacht, verendfacht hat. Und dann gab es eine lustige Story irgendwie, dann gab es irgendwie 2 Wochen später eine Pressekonferenz, wo jemand gefragt hat, ja, Nintendo hat jetzt dieses super Spiel entwickelt, und hat der Nintendo-CEO gesagt, den haben wir gar nicht entwickelt, hat doch Niantic gemacht für. Und dann ist der Börsenkurs. Dann fragt man sich, also stelle ich mir wirklich die Frage, wie schlau sind eigentlich die Leute, die so mit Aktien handeln heutzutage? Ja, so schlau, genau. Sehr schön. Wird ja auch nicht irgendwie, ich meine, das war ja schon bevor so rauskam, klar, dass das Niantic macht, aber okay. Vor allen Dingen finde ich das lustig, die Formulierung, die Truth Bomb. Ja, also als ob das jetzt irgendwie ein Skandal ist, dass das irgendwie jetzt gar nicht von Nintendo entwickelt wurde und das nicht klar war. Vor allem, das ist ja nie hinter dem Berg gehalten worden. Also das war ja kein Geheimnis. Die Überschrift hätte lieber sein, dass es so doof sind Börsenhändler. Ja. Ja, noch ein paar Jubiläen. 25 Jahre WWW, da merkt man, wie alt man ist.
Ich weiß noch, mit Nils haben wir einen der ersten Webserver aufgebaut an der Uni. Das ist schon echt lange her. Und vor allen Dingen im Usenet, in der Newsgruppe Alt-Hypertext. Das Usenet gibt es tatsächlich übrigens immer noch. Und ein anderes Jubiläum, 35 Jahre PC. Kann übrigens jetzt als amerikanischer Präsident antreten, theoretisch. Ja, stimmt. Ich war gerade in den USA übrigens, und wenn man dieses Thema da bringt, das ist, da redet man nicht gerne drüber. So, und was sagst du eigentlich zu Trump? Das ist irgendwie ein bisschen peinlich allen. Ja? Wahrscheinlich war ich einfach mit den falschen Leuten da zusammen. Ja, noch was zu Oracle. Oracle und Java Enterprise, das ist so ein ziemlich angespanntes Verhältnis im Moment. Da gibt es einfach keine Entwicklung. Also Java Enterprise, die letzte Version ist schon ziemlich alt und es gibt da irgendwie keinen Fortschritt. Da hängen aber relativ viele Stacks dran und viele Enterprise-Software hängt da dran und es gibt einfach keine richtige Weiterentwicklung. Jetzt gibt es ein Konglomerat aus Oracle, aus VMware, Red Hat und noch ein paar anderen Firmen, die eine Konkurrenzspezifikation machen, mehr oder weniger, die sich auf Microservices fokussiert. Ja, wahrscheinlich, also zumindest laut Oracle, ja. Und ich weiß, dass es da ziemlich viel Konflikte im Moment gibt und dass da ist die Java One ist ja demnächst und da gibt es dann so Argumentationen wie, wir machen da T-Shirts, da steht Oracle nicht drauf. Ja? Und ja, also da gibt es im Moment ziemlich viel Konflikt und Oracle hat da erstmal gar nichts dazu gesagt, üblicherweise, und dann irgendwie zurückgerudert und gesagt, doch, machen wir und so, aber so richtig klar ist das nicht. Und ich glaube aber, wenn Oracle da nichts macht in der nächsten Zeit, dann werden die ganzen Integratoren, also die Leute, die die Stacks herstellen, wie zum Beispiel VMware oder Red Hat oder so, die werden einfach was Eigenes machen. Ja. Aber es gibt dann noch PHP. Ja, es gibt dann noch PHP. Nächste Folie. Ja, noch ein cooles, vielleicht sagst du noch was zu. Nein, das ist eine super Sache. Also, ich weiß nicht, du hast doch auch einen Swift-Key, oder? Wir hatten einen Swift-Key auf seinem... Wenn man ein OnePlus-Telefon hat, hat man automatisch auch einen Swift-Key. Und du hast das am eigenen Leib. Ich habe das genau gemerkt. Ja. Also SwiftKey ist ein Tastaturimplement, da kann man so eine Tastatur sich machen für sein Telefon und das ist total toll. Da gibt es dann so eine Wortvorhersage. Und die stützt sich darauf, wie viele Worte oder welche Worte man üblicherweise eintippt. Und dann ist auch ganz praktisch, da sieht man halt, wenn man oft Bullshit eintippt, dann kriegt man das immer schnell vorgeschlagen und so. Ja. Und das gilt natürlich dann auch für, also dann sind die Leute auf die Idee gekommen, okay, eigentlich wäre es doch cool, wenn man mit dem gleichen Google-Account auf verschiedenen Geräten eingemeldet ist, dass man dieselben Wortvorschläge bekommt. Super Idee eigentlich. Dann kam einer auf die Idee, eigentlich wäre es doch cool, wenn man das nicht nur für seinen eigenen Google-Account, also für sich selbst, sondern alle in Deutschland bekommen die Wortvorschläge, die üblicherweise in Deutschland viel getippt werden. Da haben wir gesagt, super, der Produktmanager hat bestimmt gesagt, tolle Idee. Haben sie das eingebaut? Also, und dann, um das mal vielleicht zu erklären, also wenn der meistgetippteste Satz in Deutschland ist, ich will freie Software, wenn ich dann ich tippe, ja, dann kommt als Vorschlag will, dann kann ich dann auf will draufklicken und dann kommt freie Software, dann kann ich auf freie Software draufklicken. Genau, und das gilt halt auch für einzelne Worte. Also wenn man komplizierte Worte eintippt, dann funktioniert das auch. Das funktionierte dann super, insbesondere auch für Usernamen und Passwörter. Also wenn man dann irgendwie einen Anfang von einer E-Mail-Adresse eingetippt hat, hat man irgendeine E-Mail-Adresse bekommen von irgendeinem Benutzer. Hat man das ausgewählt aus der Wortvorschlagsliste, hat man als nächstes das Passwort angeboten bekommen, weil man das üblicherweise ja danach eintippt. Und das hat dann irgendjemand hat mal gesagt, vielleicht doch keine so gute Idee. Aber das war wirklich so und das hatte ich wirklich tatsächlich auch selbst. Und da gab es jetzt genau danach, also auch relativ schnell ein Update und jetzt werden auch überhaupt keine E-Mail-Adressen mehr vorgeschlagen. Ich weiß nicht, ob das der einzige Patch ist, den sie gemacht haben und das einfach nicht mehr, aber gut. Passwörter, ja, wurden da vorgeschlagen, schön im Klartext und so. Die Frage ist ja, wird es nun nicht mehr vorgeschlagen oder wird das nicht mehr übertragen? Ja, richtig. Vor Jahren habe ich noch Cut Completion am Passwort. Ja, genau. Andere coole Story, Getty Images, ein großer Bildverkäufer, eine Fotografin hat ihr komplettes Portfolio der amerikanischen Nationalbibliothek unter einer offenen Lizenz ganz explizit zur Verfügung gestellt als Public Domain. Und
Getty Images ist dann hingegangen und hat, oder im Verlauf haben die sich einfach irgendwo alle möglichen Bilder geholt und da war halt auch, dass sie die Nationalbibliothek leer gesaugt haben und das dann in ihren Bildkatalog übernommen haben. Weil, so. Warum ist es wichtiger, dass man Masse hat? Dass man Masse hat, genau. Also man konnte bei Getty Images hingehen und sich dieses Bild kaufen, was man bei der Nationalbibliothek umsonst bekommt. Okay. Und auch nutzen darf. Ja, ja. Ist in Ordnung, kann man drüber streiten, ob das jetzt irgendwie gut ist oder so, aber rein nach der rechtlichen Situation, Public Domain, kann man natürlich nehmen. Das Blöde ist aber, dass Getty Images auch einen relativ großen Bereich hat, wo sie im Netz nach Sites suchen, die diese Bilder von ihnen benutzen und keine Lizenz haben. Und dieses System hat wohl keinen Unterschied gemacht, wo die Bilder herkamen und hat dann alle möglichen Leute verklagt, dass sie diese Bilder aus dem Getty-Katalog benutzen würden und Abmahnungen geschickt und so weiter und ganz alles verboten und gibt uns Geld und so. Das Problem war, dass dabei auch die Originalfotografin war. Die haben ja tatsächlich eine Abmahnung geschickt, der Originalfotografin, du benutzt hier Bilder aus unserem Katalog und du hast nicht bei uns die Lizenz dafür gekauft. So, daraufhin war die Originalfotografin natürlich ein bisschen pisst. Und hat Getty Images verklagt und hat anscheinend einen guten Anwalt gehabt und hat einen Schadenersatz von $1 Milliarde zugesprochen bekommen. Sie klagt auf 1 Milliarde. Und was ich aber gelesen habe, sieht das zumindest sehr gut aus, dass sie den Prozess gewinnt. Ob es hinterher die Milliarde wird oder so, ist es wahrscheinlich eher nicht, aber es ist einfach absolut bizarr. Ja. Da sieht man wieder, das ist so ein typischer Fall, wo einfach Open-Content-Lizenzen nicht in der Realität ankommen. So, ist das eine Frage oder eine Anmerkung? Also man muss dazu sagen, dass Getty nicht nur hingegangen ist, diese Bilder in den Katalog kopiert hat, sondern tatsächlich bei einigen von diesen Bildern auch sich selbst als Copyright-Inhaber eingetragen hat. Das ist so das eine Problem, wo dieser hohe Preis herkommt. Und dass sie natürlich irgendwie jetzt pro Klage, die sie angestrebt haben, natürlich zurückverklagt werden. Das heißt also, wenn es bei 15.000 Bildern der Fall gewesen ist, dass sie es unrechtmäßig gemacht haben, wird es pro Fall gemacht. Wird ja in anderen Richtungen genauso gemacht und deswegen kommt dieser Preis her. Finde ich übrigens ein sehr schönes Bild, das die hier benutzt haben für. Gut, noch eine andere Copyright-Geschichte. Benutzt jemand React.js hier? So wenig? Krass, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also das ist doch schon relativ weit verbreitet, React. Okay. Interessant, also das ist schon interessant. Das ist eine Facebook-JavaScript-Bibliothek, die eigentlich weit verbreitet ist. Jetzt hat mal jemand sich diese Software, diese Lizenz da genau unter die Lupe genommen und in dieser Lizenz gibt es so Addendums, die noch ein paar Sachen festlegen, die in dem Originallizenztext nicht drin sind. Und eins von diesen Addendums ist verklausuliert, die Klausel, dass man damit alles machen darf, nur keinen Konkurrenten für Facebook bauen. Und wenn man das macht, dann kann man die Lizenz entzogen bekommen. Das macht Facebook natürlich echt viel und die Aussage in dem Artikel ist halt, eigentlich ist es damit völlig sinnlos, das zu benutzen, weil man kann jeden beliebigen Use Case daraus sich basteln und sagen, das konkurriert immer mit Facebook. Ja, also das ist ein echtes Problem. Und da wieder so ein Fall aus, was ist jetzt freie Software und was ist keine freie Software oder unter welchen Bedingungen ist was freie Software? Ja, also jeder, der React.js benutzt, muss ich hier keinem sagen, weil macht keiner, der sollte sich das mal genau angucken. Ah, doch, einer ist es hier. Ja, so eine Balance of Power-Geschichte. Ja. Angular gibt sowas nicht. Aber kann sein. Wie gesagt, kann durchaus sein, dass es da mittlerweile andere. Wenn da wirklich drinsteht, dass man nichts machen kann, was hier im Wettbewerb zu Facebook steht, dann ist das eindeutig keine freie Software-Lizenz. Müssen wir nochmal genau nachlesen. Okay. Also scheint geklärt zu sein. Okay. Gut, jetzt sind wir auch fast am Ende. das merkt man daran, dass jetzt die neueren Sachen kommen. Das war von letzter Woche. Da gibt es eine schwedische Lobbyorganisation, die von den Betriebssystemherstellern verlangt, dass sie, falls das Betriebssystem feststellt, dass man zum Beispiel illegale Medien abspielt, runtergeladene Filme und sowas, dass man dann, dass das Betriebssystem einen dann aussperrt von diesen Medien. Das ist eigentlich genau dieses Horrorszenario, das wir mit diesen TPM-Chips irgendwie hatten vor ein paar Jahren.
Also wo alle gesagt haben, das ist dann möglich. Ja. Und das ist natürlich ein Dammbruch sowas oder wäre ein Dammbruch sowas. Das ist übrigens meiner Meinung nach genau das selbe Thema wie sowas wie darf Visa-Zahlungen an WikiLeaks unterbinden oder so. Ja, das gibt einfach meiner Meinung nach muss es agnostische Infrastrukturen geben und dazu gehört halt sowas. Ja. Das ist das Gleiche, als wenn die Regierung den Providern quasi den schwarzen Peter zuschiebt, urheberrechtlich geschütztes Material, die Webseiten zu sperren oder Hate Speech ist ja jetzt gerade aktuell ein Thema, sagen, ich kümmere mich da nicht drum, ich lasse den Provider das machen und nehme den in die Haftung. Ist ja genau dasselbe, ne? Also, weil die werden natürlich, die verdienen Geld damit, die werden immer übervorsichtig sein und proaktiv Zeug löschen, wo vielleicht gar kein Anlass besteht. Also das ist echt gefährlich. Ja, danke. Ja, ich glaube, damit sind wir am Ende. Ich das richtig sehe, wir wollen euch auch nicht im Weg stehen von der Party. Ich glaube, wir haben ein bisschen überzogen, ne? Ja, wir haben ein bisschen überzogen. Aber deswegen machen wir das immer als letztes hier, weil wir halt immer überziehen. Und wir wünschen vielen Dank fürs Zuhören und wir wünschen euch ganz viel Spaß noch auf der Party heute Abend.